Best of bisher ist Schals aufhängen, mehr nicht. Hätte schon gut Bock gehabt, jetzt nach Fürth zu fahren auswärts, ne? So ist nicht. Zum Auswärtsspiel nach Fürth. Boah, schöne Körpertäuschung von Führich. Bisschen alleine. Kalajdzic! Oh, lol. Erster Abschluss. Der Ball sah mir irgendwie schneller aus im Flug, als er tatsächlich war. Der war dann doch sehr, sehr langsam. Einmal nur eine Bogenlampe. Ich hatte kurz das Gefühl, als würde er da hinten über den Keeper drüber fliegen, aber der war einfach nur steil und nicht weit, ne? Aber hey, erster Abschluss von Sascha Kalajdzic. Wir kriegen den Ball immer noch nicht weg. Jetzt abgeblockt. Alter, Fürth. Jungs, Fürth macht ein besseres Spiel als wir. Ich sag, wie es ist. Das war die nächste gute Aktion. Hat er wirklich Platz? Boah, was ein Ball! Alter, Florian Müller, Dankeschön. Florian Müller, Dankeschön. Heilige Scheiße, Alter. Das war eine richtig dicke Möglichkeit für Fürth. Auch mal eine richtig dicke. Ein geiler Sidewechsel, richtig schön langer Ball. Der köpft ihn schön rein. Dann kommt er, glaube ich, 5, 6, 7 Meter frei zum Kopfball. Weiß nicht, wer das war. War es Hürgotha? War Hürgotha. Den hält dann Müller gut, ne? Aber das ist bisher noch das Glück, dass du halt gegen Fürth spielst. So eine Chance ist normalerweise drin, ne? Gut von Müller, aber auch einfach nicht eiskalt von Hürgotha. Aber heilige Scheiße, Jungs. Vielleicht mal ein bisschen Hallo-Wach-Effekt. Boah, schön runter auf Sosa. Guter First Touch. Weiter auf Führich, wieder Sosa. Boah, jetzt Sosa, Flanke mit rechts. Auf Kalajdzic! Ich glaube, der war eben abseits, aber der nimmt den erstmal an und macht Fallrückzieher. Weil er mit dem Rücken quasi oder mit dem Bauch zum Ball steht. Den kann er nicht anders verwerten und versucht es mit dem Fallrückzieher. Aber ich glaube, der wäre vermutlich eben abseits gestanden. Der war schon extrem frei. Es war wirklich kein Abseits. Krasser Ball von Sosa, aber leider steht Kalajdzic dann einfach mit dem Rücken zum Tor. Müssen wir mit dem Fahrradzieher versuchen. Schade. Halleluja, es ist vorbei. Und genau jetzt fliegt der Schal ja noch komplett mit runter. Halbzeit. Meine Fresse, was ein Dreckskick, ey. Boah, was ein räudiger Scheißkick. Unglaublich. Ja, Geil-O-Matiker. Wie soll ich den Scheiß jetzt hier noch aufhängen? Wie? Hilft ja alles nix. Jetzt kann ich den kleinen Tesa holen. Ja, da habe ich ja total Bock drauf. Ich habe richtig Bock drauf. Ja, Leipzig, Frankfurt. Ja, ist doch geil, oder? Herzlichen Glückwunsch. Da sehen wir uns auch, oder? Da sehen wir uns auch einfach in der Situation gerade. Ach cool, ich habe auch hier nicht meinen normalen Tesa. Ja, das ist natürlich optimal. Nee, ist einfach auch, das ist gut auch. Ist einfach auch genauso gewollt, dass ich jetzt gar nichts habe, um es wieder aufzuhängen. Auch genau richtig so, würde ich mal behaupten. Na gut, dann muss ich mal ganz eben kurz durch die Wohnung rennen und mal suchen, ob ich hier Klebeband finde. Über Halbzeit brauchen wir eh nicht reden, das war einfach scheiße. Fertig aus. Jungs, wir sind back in Biss. Cola, Limo, Mezzo Mix. Ich schwöre, Best of bisher ist Schals aufhängen. Best of bisher ist Schals aufhängen, mehr nicht. Haha, wie spielt VfB? Sag dir, wie es ist. Ich geb hier gerade mehr Einsatz, die Scheiße wieder aufzuhängen, als der VfB in der ersten Halbzeit. Ja. Aufwand gemacht hat, um in Führung zu gehen. Ma, ist das schlecht. Alter. Ja, schön. Gefällt mir. Alter! Ich glaube, ich weiß genau, was du gemeint hast. Wahrscheinlich kam die Szene gerade eben bei dir. Leckt mich am Arsch. Oder kam vorhin bei dir, als du einen Kommentar geschrieben hast. Alter! Und ich reagiere auch genau gleich. Da kannst du nichts anderes sagen, außer Alter. Komplett dummer Fehler im 16er. Der Vierter chippt schon an Müller vorbei und Anton kriegt noch von Linie weggemacht. Ey, das war die zweite Riesenchance für Fürth in der Partie. Ja, leck mich am Arsch, ey. Was war das denn? Wollen Sie jetzt anfangen, um das Gegentor in Fürth zu betteln? Wollen Sie jetzt anfangen damit oder was? Da wollten Sie ja zu viel. Da wollten Sie ja zu viel Tiki-Taka. Flanke, Sosa. Ja, nein, lol. Ich habe zum zweiten Mal die Flugkurve komplett überschätzt. Ich habe zum zweiten Mal die Flugkurve komplett überschätzt. Ich dachte, Kalajdzic, ja, er kam auch fast davor an den Ball.
Er kam auch fast vor Burchard an den Ball. Ich dachte schon fast, dass er den es vor ihm eingenickt hätte. Wer ist besser? Ja, richtig besser ist keiner. Also es ist schon recht ausgeglichen über das Spiel. Fürth hatte mal eine bessere Phase, wir hatten mal eine bessere Phase. Aber es ist ein verdientes, schlechtes 0-0-Spiel. Ganz einfach. Sosa chippt die Flanke. Oh. Kalajdzic kommt nicht hin. Schade. Fast. War eine nette Taktik. Wäre, glaube ich, auch sogar gar kein Abseits gewesen. Chippten vorne rein auf Kalajdzic, aber der war dann halb Meter zu weit. Ein Schritt zu weit, der Ball. Flanke. Wieder Kalajdzic mit der Situation. Wieder Kalajdzic mit einer Kopfballchance. Die war echt nicht schlecht nach der Ecke. Auf den ersten Pfosten. Die war echt knapp. Stenzel. Endo! Bruder, was war das denn? Stenzel will Flanken abgefälscht, Burchard hälten. Und dann Endo und Führich. Ja gut, da stehen einfach dann 12 Vierter auf der Linie. Alter, das wäre natürlich auch, ja, das hätte genau zum Spiel gepasst. Eine abgefälschte Bogenlampe von Stenzel fliegt fast hinten rein bei Fürth. Stenzel, ja, schöner Seitenwechsel auf Sosa, kann man machen. Weiter, es ist TBD. Das ist TBD. Ja! Ja, nein, Junge! Das gibt es nicht! So gut, TBD, so schön, Übersteiger rein. Oh, der steht da 6 Meter vom Tor und kriegt den flach und der haut ihn drüber. Er schiebt ihn drüber. Oh, Kalajdzic, ey, den hättest du wirklich, wirklich machen können. Hättest du wirklich, wirklich machen können. Oh Gott, war da mehr drin. Jetzt komm, Jungs. Endo. Leg ihn durch. Ja, auf Sosa. Bring eine gute Flanke jetzt. Ah. Ja! Ah! Der vertändelt den. Na, aber nein! Alter! Oh mein Gott, war der knapp. Leck mich am Arsch. Scharfer Ball rein. Dann trifft den TBD nicht aus der Luft. Kriegt ihn nicht Volley. Führe ich schließlich ab, so legt zurück. War okay. Dann muss ich halt Beas drehen. Macht er auch Abschluss gedreht. Und er ist wirklich ein paar Zentimeter rechts neben dem Pfosten. Heilige Scheiße, Mann. Und jetzt ist Führe ich runter für Eckloff. Und am Ende des Tages hatten wir, glaube ich, ähnlich viele, in Anführungszeichen, gute, zwingende oder, ja, richtig ernsthafte Torschancen wie Fürth, glaube ich. Jetzt mittlerweile. Ja. Abpfiff. Wir spielen 0-0 beim Tabellenletzten in Fürth.